Courtney hätte vor Travis in Vegas fast den Bund fürs Leben mit Scott geschlossen. Hier ist, warum sie es nicht getan hat. Mo Mager zur Rettung. Courtney Kardashian hätte beinahe mit ihrem Ex Scott Disick in Las Vegas geheiratet. Die Posh-Gründerin hat kürzlich auf die gleiche Weise mit ihrem jetzigen Ehemann Travis Barker den Bund fürs Leben geschlossen. Gemäß Menschen, Courtney und Scott wollten einmal während einer Folge von 2007 in Sin City den Gang entlang gehen mit den Kardashians Schritt halten. In der Folge brachte Scott die Idee auf, Courtney nach einer betrunkenen Nacht in Las Vegas zu heiraten. Courtney war bereit für die Hochzeit mit der Schrotflinte, begann aber, darüber nachzudenken. Courtneys Mutter Kris Jenner gab ihren Senf dazu, als die Nachricht sie erreichte. Das ist falsch, sagte sie in der Folge. Du übereilst es. Caitlyn Jenner ist nicht hier, deine kleinen Schwestern sind nicht hier. Sie würden sterben, wenn sie dachten, sie wären nicht deine Brautjungfern. Wo ist Scotts Familie? Hier geht es um Familie. Courtney stimmte schließlich ihrer Mutter zu und sagte die Hochzeit ab. Springen Sie vorwärts zum 4. April 2022 und Courtney hat sich endlich dem Altar genähert, aber mit ihrem neuen Liebhaber Travis Barker. Die inoffizielle Hochzeit fand unmittelbar nach dem Auftritt von Travis bei den 64-jährlichen Grammys mit Hair und Lenny Kravitz statt. Weder die Familien von Courtney noch Travis waren anwesend, aber sie haben Berichten zufolge positiv darauf reagiert, dass das Duo angehalten wurde. Mit den Kardashians Schritt halten kann auf Peacock gestreamt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie es kostenlos ansehen können. Kris Jenner und alles Kardashians von Kris Jenner. Weitere Informationen zu den Kardashians finden Sie in Kris Jenners Memoiren von 2011. Kris Jenner und alles Kardashians, in dem die Mutter ihre nie zuvor erzählte Geschichte darüber erzählt, wie sie ihre 6 Kinder, Courtney, Kim, Chloe, Rob, Kendall und Kylie, zu internationalem Ruhm geführt und ihr Multimillionen-Dollar-Imperium aufgebaut hat. Sie denken vielleicht, sie kennen die Kardashians, aber wie Kris in ihrem Buch erklärt, was ist in den Medien und in mit den Kardashians Schritt halten ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Kris Jenner und alles Kardashians, Kris verrät, wie sie 6 Kinder, ganz zu schweigen von 4 Stiefkindern und zahlreichen Enkelkindern, unter einen Hut brachte, während sie ein Geschäft für ihre Familie aufbaute. Das Buch taucht auch in die Beziehung von Kris zu Nicole Brown Simpson ein, bevor und nachdem ihr Ehemann, O.J. Simpson, ihres Mordes beschuldigt wurde. Kris Jenner und alles Kardashians ist ein Muss für jeden Kardashian-Fan.